Von uns hier zu Hause. Boah, ich bin so tot. Morgen war auch schon richtig nice mit Gym angefangen, gestartet. Ich habe noch so Muskelkater von gestern in den Beinen. Aber ich habe euch ja gesagt, ich zeige meine Trainingseinheiten hier nicht mehr auf YouTube, sondern nur auf Insta. Da habe ich, by the way, alles in den Highlights, weil ich es einfach einfacher finde, diese Dinger immer zu updaten und meine Workouts euch zu zeigen und zu teilen. Ich bin gerade auf jeden Fall wieder relativ gut im Flow, was Gym angeht. Aber allgemein irgendwie gerade so nicht ganz happy mit allem und heute schlägt es irgendwie leider voll rein, dass ich so ein bisschen emotionslos drauf bin. Ich habe keinen Plan. Und da, dass ich in diesem Fake it until you make it nicht so gut bin, merkt man mir das sehr stark an. Nichtsdestotrotz schminke ich mich gleich einfach mal, weil ich mich dann irgendwie immer ein bisschen, wie soll ich sagen, mehr Power bekomme und ein bisschen mehr gut fühle. Ich weiß nicht, ich könnte heute auch einfach den ganzen Tag im Bett liegen und schlafen. Aber es macht keinen Sinn. Ich habe so viel zu tun, bevor das neue Jahr startet. Ja, man kann irgendwie alles ändern, auch unterm Jahr. Aber jetzt gerade wirklich, kurz bevor das Jahr jetzt anfängt, hat sich wieder so viel geändert, dass der Jahresabschluss vielleicht ein perfekter Cut ist. Ich habe mir auch richtig viel vorgenommen und auch schon umgesetzt oder bin gerade schon bei der Umsetzung, was im neuen Jahr so ja passieren soll. Aber ich habe euch ja schon im letzten Vlog so gesagt, dass ich gerade sehr, sehr happy eigentlich mit mir bin. Aber halt nicht mit den Umstandssituationen gerade so. Frage ist halt, wie viel man davon beeinflussen kann und wie viel halt nicht, ne? Ich habe mir aber auch überlegt, so eine komplette Lifestyle-Änderung so ein bisschen zu haben. Veränderungen und das werdet ihr alles mitbekommen. Wir starten nämlich heute schon ein bisschen damit, aber den Rest mache ich dann im Neujahr so richtig. Neues Jahr, neues Glück mäßig. Ich mache ja seit kurzem, ne? Also seit jetzt, übrigens mein Make-up. Mein Make-up auf TikTok, also ich möchte mein Make-up-Content nur darauf TikTok hochladen, nicht mehr auf Insta als IGTV. Deswegen check da in Zukunft es auf jeden Fall aus, da werde ich das dann easy als Tutorial machen, damit man das immer cool nachschminken kann und das war jetzt so der erste Look, den ich auf TikTok hochlade. Ich finde es süß, ich muss mich gleich nur umziehen, aber es kam gerade der Postbote, als ich hier gerade mit dem hier angefangen habe und hat mir was von meinem Start in den Neuanfang geliefert und das muss ich euch gleich zeigen. Es kommt ein kleiner, cooler ASOS Shopping Haul oder vielleicht auch ein großer. Ups. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Das ist gerade irgendwie meine Lieblingsfrisur. Ich liebe das total. Ich finde es ganz knuffig. Ich habe auch schon mein ASOS-Paket hochgetragen. Es ist so damn riesig. Aber Mozzarella hat gekocht, bis er gesagt, ich glaube, unser Essen fresh warm gemacht. Wir hatten nämlich gestern Suppe. Und das essen wir jetzt einmal schnell. Übrigens ist mir gerade eingefallen. Es hat sich meine Zuschauerin, du schaust bestimmt gerade zu, darüber beschwert, dass ich manchmal so kleine Ticks habe, wo ich so anders so alle spreche, aber das bin halt ich. Ich habe halt diese Ticks, so. Du kannst nicht zu einem Mensch sagen, der halt Ticks hat, hör auf mit den Ticks, die Ticks sind doof. Ich habe diesen Tick, I'm so sorry. Und solange ich niemandem mit schade, werde ich nicht aufhören. Wir haben ja einmal eine gute alte Kartoffelsuppe, die Marcelo gestern gemacht hat. Der liegt da. Und dazu noch ein Kräuterbaguette. Ich habe immer noch vom Gym meine Hose an. Die muss ich echt wechseln. Hups. Marcelo meinte, er ist mit dabei, wenn wir das Paket auspacken. Gell? Hm? Meinst du, bist du mit dabei? Bin dabei. Krass, okay, die ist weiß. Ich dachte, die war beige. Tada! Ich hab mir eine Winterjacke bestellt. Die ist cool. Die ist echt cool. Ich dachte eigentlich, die wäre mehr beige, aber die ist eher so weißlich. Aber ich finde sie trotzdem sehr cool. Wie geil sind die? Hä? Nice. Bist du größer wie ich? Die sind richtig geil, gell? Ich wollte so eine unbedingt haben, das ist so eine kürzere sogar. Beste? Ja, so eine Beste. Die ist auch richtig soft. Ein Oversize-Pulli. Okay, der ist mehr als Oversize. Hä? Alter. Ich hab den in M bestellt. Ich dachte, das wäre entspannt, aber irgendwie ist der riesig. Yes. Und eine neue Jogginghose. Eine Leggings. Leggings. Yeah. Richtig, richtig. Feine High-Waisted Verpackung. Gleich. Marcelo liebt Leggings bei Chicas. Bei dir. Bei mir. Und noch eine Leggings. Noch eine Leggings! Gute Investition. Noch mehr Schuhe!
Oh mein Gott! Richtig schön, gell? Ich wollte unbedingt jetzt noch so helle Boots. Ich habe nämlich schon dunkle, aber ich fand die so schön, dass ich auch noch helle wollte, damit ich da richtig schön viel kombinieren kann. Guck mal, und ein Outfit, das ich mir jetzt so vorgestellt habe. Stell dir vor, eine von den Leggings, Pulli, in BH rein, die Jacke drüber und die Schuhe. Zieh mal. Mach ich gleich. Das war nämlich meine Outfit-Inspo eigentlich. Ah, ich habe ein Kleid bestellt. Wie hübsch. Ich glaube, das ziehe ich an Silvester an. Also das werdet ihr erst an Silvester sehen. Das war's. Okay, jetzt ziehe ich das eine Outfit, was ich so geplant habe, einmal kurz an. Okay, wir haben bei diesem Pulli hier ein Problem. Das ist das Problem. Aber hochkrampeln, denke ich mal, würde schon... Also ich hasse es, zurückzuschicken. Deswegen, ich will dem eigentlich umgehen. Und dann werde so. Mit der Leggings, das ist auch die eine davon, die ich ausgesucht habe. Die finde ich auch richtig hübsch, das ist die gestreifte, die finde ich macht auch eine geile Form. Die andere finde ich ist einfach so wirklich wie so eine Billig-Leggings, aber wenn ich den hier so geil reinstecke, auch wenn man dann nicht das ganze Muster sieht, finde ich den glaube ich ganz cool. Ich habe den Pulli mal kurz provisorisch so cropped gemacht. Huh, Cory chillig. Also wenn der Pulli jetzt nicht so weird wäre, hätte ich das übel chillig. Marcelo. Boah, das steht dir richtig gut. Wenn der Pulli nicht so komisch wäre. Ich konnte die nicht richtig einschätzen, die Weste. Oh mein Gott, Baby, guck mal, wie süß. It's my new year me. Okay, das missachten wir. Aber so. Sau nice, ich liebe es. Weil die Jacke finde ich auch super nice, weil die so schön oversized ist und ich liebe das, ja. Also die ist echt sehr cool, gefällt mir richtig, richtig gut. Ah, was ist das hier? Da kann ich... Hä? Okay. Nächste Frage sind diese Schuhe. Ich bin mir tatsächlich ein bisschen unsicher, aber eigentlich sind sie übel nice. Die quietschen ein bisschen, aber die sind sehr, sehr bequem. Obwohl sie ja doch schon echt relativ hoch sind. Und sie sind hier vorne so gerade irgendwie. Und hier auch am Knie, was am Knie? An der Wade passen die auch echt gut sogar über Leggings. Also da habe ich eigentlich echt gut Platz, aber ich weiß nicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt, ob ich die behalten soll oder nicht. Marcelo, was denkst du? Was genau? Behalten oder nicht? Ich finde die Helm besser, die würde ich nicht behalten. Die nicht? Die nicht, die, weil jetzt, da finde ich, hast du schon welche, die nachher zerstört hat. Wie? Von der Art. In die, hier, guck mal, die gehen bis hier hoch. Warst du nicht so welche, die schon bis ganz hoch? Nein, solche habe ich nicht. Ja, ganz hohe. Die in Größe 34, die mir eigentlich gar nicht passen, also aber ich sie trotzdem anziehe. Die finde ich richtig geil. Die finde ich so mittel. Die findest du richtig geil. Die findest du so mittel. Die finde ich richtig geil. Und die hier übertrieben ist nice eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich sie tragen würde. Ich mag den Look und Stil, weil wann trägst du die? Zu einem Kleid oder sowas? Ich glaube, ich behalte die. Das Kleid hier, das kann mir an, ist auch wunderschön. Ich habe auch noch die Hose an. Ups. Aber das ist auch richtig schön. Figur betont. Das wird jetzt auf jeden Fall mein Neujahrskleid. I'm literally shocked. Ich habe gerade noch die Jogging anprobiert. Ich habe einfach in die Hosentasche geschaut. Das ist einfach, seht ihr das? Ein richtig, richtig fettes Loch drin. Keine Ahnung, wie sowas entstehen kann. Also, eigentlich fand ich die echt nice, aber obwohl, meine Mom kann es zumachen, dann muss ich es nicht zurückschicken. Ich lasse es einfach von meiner Mom reparieren. Hier bin ich wieder. Eine kleine Unterbrechung, weil meine Kamera leer war und ich musste sie laden. Also hatten wir eine kleine Ladepause. Ich habe jetzt auch schon diese neue Leggings an. Ich weiß, man soll sie erstens waschen, aber die war so nice. Also die mit diesem Gerippen finde ich richtig, richtig nice. Falls ihr die Sachen sucht, bevor ich die euch alle unten verlinke, geht einfach bei ASOS rein und guckt unter den neuesten Sachen, die gerade am neuesten rausgekommen sind. Da habe ich die alle gefunden. Falls ihr geile Pullis sucht, dann solltet ihr eher an der Jungsabteilung oder der Männerabteilung schauen. Die haben nämlich viel geilere Schnitte und ich bin jetzt echt ein bisschen unhappy. Jetzt habe ich einmal einen Pulli aus der Frauenabteilung gekauft und direkt, das ist so... Den hier, den ich gerade anhabe, der ist auch aus der Männerabteilung. Größe M. Und das andere war Größe M aus der Frauenabteilung. I'm shook. Naja, der nächste Plan jetzt ist... Und zwar wollte ich ja so ein bisschen Neustart für das neue Jahr machen. Nicht nur, was mein Outfit angeht oder mein Style. Ich möchte jetzt auch mehr so mit Frisuren und sowas machen.
Habe ich euch übrigens alles auf TikTok gezeigt. Weil ich finde, Frisuren können so viel an einem Menschen so anders machen und so einem daily neuen Style geben. Ich möchte halt auch mit den Klamotten einen neuen Style. Und ich habe in diesem Jahr sehr, sehr viel ausprobiert, was Style angeht an Klamotten. Und bin somit auch in Richtungen gegangen, wo ich dann doch gemerkt habe, hey, das ist nichts für mich. Wo ich jetzt auch sage, die möchte ich direkt spenden. Vor allem jetzt, wo sie noch sehr, ich sag mal, in Mode sind. Aber für mich nicht meine Mode. Versuche ich die direkt noch zu spenden an die Tafel. Ich hatte euch auch letztens gesagt, dass diese Sachen auf Kleiderkreisel, die ihr nach einem Monat nicht gekauft habt, gespendet werden. Die habe ich noch nicht weggebracht, weil ich einfach nicht dazu kam. Aber der Karton mit den Klamotten habe ich bereit gemacht. Und da tue ich jetzt einfach noch alles andere, was ich erstmal im Schrank aussortiere, was mir entweder nicht mehr passt oder was ich halt einfach nicht mehr trage, tue ich damit dazu. Und dann bringe ich alles gemeinsam weg, damit wenigstens ein anderer Mensch noch Freude mit diesen Sachen haben kann. Und dann würde ich sagen, sortiere ich jetzt einmal meinen Schrank zusammen aus. Ich fange einfach damit an, dass ich alles aufs Bett schmeiße, das ich halt nicht mehr haben möchte. Und da hinten, da sind ganz viele Sachen, die ich eh nie angezogen habe. Und dann werde ich in Zukunft mir ein paar Basics wiederholen, so wie ich es früher mal die Taktik hatte. Und dann nicht mehr groß alles Mögliche. Da ist der Pulli. Lol, habe ich ihn gefunden. Habe ich letztens erst gesucht. Uiuiui. Das ist alles ein Sneaky Minus Shop. Ey Leute, diese Jacke, okay, bevor ich ausgezogen bin, habe ich mir schon gedacht, okay Nicole, vielleicht behältst du sie doch, vielleicht ziehst du sie doch mal an. Ich hatte sie einmal an und an dem Tag, als ich sie anhatte, wurde ich in der Bahn bekrapscht und seither hatte ich die nie wieder an. Aber ich bin auch nicht feiern gegangen oder so, dass ich sowas Besonderes hätte anziehen können. Tue ich auch weg. Die hier ist auch so nice, die habe ich damals selber gemacht mit meiner Mom, aber hatte sie auch nur auf dem Mickey Mouse Event an und dann nie wieder. Weil es einfach nicht mein Ding ist. Bevor ich hier weitermache, merkt euch mal, wie er jetzt aussieht, der kleine Schrank. Also da hinten ist noch ganz viel. Hier dahinter ist ganz viel und da drunter, das ist die Kiste, die ich schon längst wegtun wollte. Und das wird jetzt alles clean gemacht. Das ist der Haufen, der wegkommt. Das ist runtergefallen, das Zeug, das lag hier auf dem Boden. Das muss ich nochmal aufhängen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Man sieht es gar nicht hier richtig, aber hier sind die ganzen roten Sachen. Ich kann die Schranktür ja auch von der anderen Seite noch öffnen. Hier sind nochmal so ein paar weiße Sachen, blaue Sachen, ein paar Jacken und dann nochmal so ein bisschen grau. Schwarze Sachen. Und hier hinten sind noch meine ganzen Hosen. Da habe ich echt relativ viele. Und hier unten noch meine ganzen High Heels und Taschen. Jetzt lege ich das einfach nur noch alles zusammen und tue noch die restlichen Klamotten in den Schrank. Und ich würde sagen, ich habe sehr, 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 sehr gut ausgemistet. Also das ist schon echt sehr viel. Guys, I am back at home. Ich habe euch gar nicht gesagt, wo wir hingegangen sind. Wir sind gerade noch zu Marcel und seinen Eltern gegangen und haben dort die restlichen Reste vom Raclette gegessen, was sehr, sehr lecker. Fondue, aber ja. Fondue? Ach, Fondue, nicht Raclette. Boah, ich habe gerade über Raclette im Kopf. Das gibt's erst noch. Du knisterst. An Weihnachten gibt es Silvester gibt's auch nicht. Doch, Sophia hat auf mein TikTok reagiert, dass es das in Silvester gibt. Raclette? Ha? Ja. Sie hat uns gesagt, Auflauf. Sie hat mir geschrieben, auf TikTok wird gemacht. Echt? Ohne Scheiß, ich zeig's dir später. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder zu Hause und es ist, glaube ich, schon halb zehn oder wie viel Uhr es ist. Oh, okay. Es ist halb zehn und es klingt so doof, aber wir gehen wirklich immer um so eine Uhrzeit schlafen, weil wir dann immer sehr kaputt sind, weil wir halt auch den ganzen Tag irgendwas machen. Wenn ich es nicht vorhin in den Schrank ausgemistet habe, war auch Marc da und hat schon nochmal mein Stream-Setup angeguckt, weil wir wollten die Elgato-Box einrichten. Das hat aber nicht funktioniert. Ich bin gerade auch noch mit jemandem im Schreiben bezüglich Emotes machen und so. Twitch ist gerade auch eine richtige Eskalation. Falls ihr da nicht am Start seid, kommt gerne dazu. Es ist richtig witzig. Jeden Montag und Donnerstag von 17 bis 21 Uhr streame ich dort. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auch das nächste Mal dabei bist. Da würde ich sagen, war es das jetzt mit diesem wundervollen, erfolgreichen Tag. Ich bin super happy. Hat alles so gut funktioniert. Ich habe mehr geschafft, wie ich mir tatsächlich vorgenommen hatte. Und ich habe auch jetzt, ich spüre schon meinen ganzen Armen und Rücken und überall Muskelkater. Also nicht nur, was ich heute trainiert habe, sondern auch, was ich gestern trainiert habe. So fühlt sich ein erfolgreicher Tag an. Gute Nacht! Gute Nacht, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen. Und falls wir uns davor nicht mehr sehen, das werden wir nämlich nicht, einen wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr, Freunde der Sonne. Adios, amigos.